den Abend jetzt lassen wir schön mit Age of Empires ausklingen. Auf sie! Und zwar gucken wir mal rein in das Game. Bist du sicher, dass es ein Tutorial gibt? Lernen Tab? Ah, Spiel. Ah. Sammeln Sie 50 Nahrung. Na cool, wenn man so reinzoomt, sieht das schon ganz nett aus. Neues Ziel. Produzieren Sie 5 zusätzliche Dorfbewohner im Dorfzentrum. Okay. Bauen Sie 3 Häuser. Warte mal, wir haben 2 Untätige. Wieso baut er nichts ab? Okay, machen wir die Häuser mal hier oben rein. Haus. Du sollst jetzt ein Monument, die Kirche, die Abtei bauen. Wo bauen wir die denn am besten? Muss irgendwo, vielleicht hier so an der Kreuzung, weißt du? Produzieren sich Sperrenkäfer. 10, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kann man eine andere Formation einnehmen? Position erhalten. Oh, wie geil ist das denn? Bitte schön mit den Speeren jetzt. Position halten aus. Nice, das ist ja cool. Kurz anlocken. Sie kommen, sie kommen! Achtung, halten Position. Cool. Und jetzt kann ich rein theoretisch nochmal alle zusammen gruppieren. Und für den Notfall haben wir jetzt alle Gruppen nochmal auf der 6. Und dann mal gucken, was sie dann für eine Formation machen. Geil. Der Speer, die Kavallerie und dahinter die Speerträger. Es waren harte Zeiten damals. Im alten Age of Empires. Die Truppen sammelten sich ein letztes Mal für die große Schlacht am Arnrainer See. Diese Schlacht wurde bekannt durch das große Aufopferungsvermögen unserer Einheiten damals. Sie hatten nichts und dennoch gaben sie alles. Angriff! Okay. Gut. Wie lange hat das jetzt gedauert? 1 Stunde haben wir gebraucht, ungefähr so. Genau, 2, 2, 3, 3, 4. Ich wähle alle aus, mal gucken, was wir bekommen. Mittlerer KE, let's go. So, Perception ist es. Was spielt denn der da? Heiliges Römisches Reich. Sollen wir auch eine andere Einheit, Ne, wir spielen nochmal Engländer, weil wir wissen jetzt, wie es geht. Im Schwarzwald. Generierte Karte, maximal 4 Spieler. Asien, Subtropen, Teams vereint. Wahrzeichen, Heilig, Weltwunder. Standardrohstoffe, Start im ersten Zeitalter, verdeckte Karte. Okay, let's go. Siegbedingungen. Zerstören Sie alle feindlichen Wahrzeichen oder bringen Sie alle heiligen Städte unter Ihre Kontrolle oder errichten Sie ein Weltwunder und verteidigen Sie es. Wir machen das schon. Wir machen das schon. So, das ist mein Kollege. Alles klar. Das heißt, die Gegner kommen von Nordosten und Osten und Nordosten. Okay, also einer soll noch beim Essen mithelfen. Mach hier mit. Jetzt geht er erstmal schneller. Und du machst schon mal Häuser, weil ich glaube, das wird gleich sehr, sehr knapp mit den Häusern. Oder es sind Feindtruppen, guck mal. Feindlicher Speer. Soldaten einmal sammeln, bitte. Der Turm ist auch fertig, dann können wir aufrüsten. Okay, hier ist mein Speer rennt da rum wie so ein... Habe ich jetzt einen richtigen Durchgang zugemacht, oder? Alter, der muss erstmal zurechtfinden. Hier ist der Durchgang, den ich zugemacht habe. Aber die Gegner kommen ja hier oben durch. Ist ja Quatsch, was wir hier machen. Okay, sollen wir noch ein paar Häuser bauen?
Pass auf, du. Oh. Was? Wow! Alter! Angriff! What? Bogenschützen angreifen. Kavallerie Bogenschützen. Wow, was geht denn hier? Ach du Scheiße, wo ist meine Kaserne? Ach du Scheiße! Fuck! Wir verlieren den Kampf, glaube ich. Glaube ich. Wir verlieren den Kampf. Wie kann ich denn um Hilfe pingen? Hier schauen. Hilfe! Hilfe! Ja, er kommt. Durchhalten. Machen wir es manuell. Alle Einheiten raus. Warte mal, ihr nicht. Ihr sollt zum Marktplatz. Ich weiß nicht, wie der Marktplatz aussieht. Ich schicke euch erstmal da rein. Jo, da kommen die Truppen. Ach du Scheiße. Oh, danke, Bro. Sehr gut. Angriff abgewehrt. Oh, da kommen auch schon die Nächsten, Sperre, Asperre. Alter, ist nicht sein Ernst, weißt du? Ach, das ist echt doof mit der Goldmine da, ne? Wer das gebaut hat. Feind nimmt heilige Städte ein. Okay, ich glaube, das ist ein Problem. Bringen Sie alle heiligen Städte unter Kontrolle, da haben wir das Spiel verloren. Wenn der Feind das schafft, alles einzeln, haben wir das Spiel verloren. What? Okay. Truppen sammeln. Ich muss nach oben zu meinem Kollegen. Oh, jetzt wird's richtig stressig. Wir müssen diese Städte zurückerobern. Ich pinge mal an. Wie kann ich pingen? Hier schauen. Und angreifen. Ich komme rüber. Ich signalisiere ihm, dass er... Er ist schon auf dem Weg. Guck mal. Sehr geil. Ich helfe ihm. Ich komme. Ich muss halt nur aufpassen, dass wir uns hier gleich verteidigen können, ne? Okay, Angriff. So, was ist hier? Der Stein ist abgebaut. Wo haben wir den nächsten? Hier haben wir nochmal Stein. Lol, der Kollege baut meinen Stein ab. Sehe ich jetzt erst. Der baut einfach meinen Stein ab. Wie der einfach meinen Stein abbaut. Finde ich so krass, wie der einfach meinen Stein abbaut hier unten, weißt du? Frech wie Oscar. Der kommt einfach her und baut meinen Stein ab. Der Kollege nimmt dir deine Ressourcen. Der nimmt dir alles, was du hast. Ja. Genau, der hat alles weggenommen. Der bedient sich an deinen Rohstoffen wie bei einem All-You-Can-Eat-Buffet. Gönnen wir ihm. Willst du denn die Mauern legen? So weit habe ich jetzt nicht gedacht, Cursor. Egal, dann sterben wir an den Mauern. Für die Ehre. Cursor, für die Ehre. Scheiß auf die Mauern. Welche Mauern? Es gibt keine Mauern, die uns aufhalten. Achtung. Bereit machen. Formation einnehmen. Boah, gucken wir die Armee an. Nice. Kampfformation einnehmen. Auf geht's. Der letzte Marsch.
Auf See! Angriff! Angriffsbefehl, Angriffsbefehl. Angriff! Jawohl, er zieht mit! Auf See! Kriegshorn, Kriegshorn. Das sind die Moments. Keine Mauern. Angriff! Angriff! Auf sie, auf sie, auf sie. Go, 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 go. Ladies and Gentlemen, mein Resümee zu dem Ganzen. Ein sehr, sehr schöner Einblick in das Spiel Age of Empires 4. Stresszeit seit Freitag 19 Uhr verfügbar. Gönnt euch das Ganze kostenlos. Jeder kann es spielen. Einfach auf Steam gehen, da den Stresstest anklicken und ihr bekommt den Code zugeschickt per E-Mail und könnt dann loslegen. Schöner Einblick. Man kann die KI bis auf schwer stellen. Es gibt ein schönes Tutorial. Ihr könnt gegen Spieler kämpfen, ihr könnt gegen KI kämpfen. Eigentlich alles drin. Und ja, ich glaube, für Fans des Genres eine großartige Sache. Danke für das Wasser und viel Spaß mit AOE.